Geburtstagskind. Unser Wirtstöchterchen. Kommilitone Balduin wird abkommandiert, unsere Lydia mit einem Kuss aus ihrem Dornröschenschlummer zu wecken und auf seinen Armen ihr abzuliefern. Ihre Nichte lässt auf sich warten. Darf ich? Danke. Kommilitone Balduin und Dahl, wegen ungebührlichen Augenverdrehens zu unserer kleinen Lydia in die Kanne. Silenzium für unser Geburtstagskind. Sehr richtig. Ich danke euch von Herzen. Ich danke euch von Herzen. Und ich liebe nur meinen Balduin. Nur meinen Dahl. Ich liebe euch alle und trinke auf das Wohl der Corona. Apollo und den Musen sei Dank. Julia, die Göttliche, der Stern unserer Oper, den wir sonst nur vom höchsten Olymp bewundern können, erstrahlt in unserer Mitte. Vivat Julia! Ja! Kommilitone Balduin, Kommilitone Savrede. Zimmer frei? Nur noch die Staatszimmer. Da hat früher einmal der berühmte Kajos. Nehmen Sie! Eine Loge für die Oper heute Abend. Oh, ich werde. Was seid ihr eigentlich für Landsleute? Ganz hoher Besuch hat die Staatszimmer genommen. Frau Julia soll singen, ja! Muse des Gesanges, himmlische Nachtigall, unsere Herzen schmachten nach ihren Liebesklängen. Erheben Sie Ihre göttliche Stimme und singen Sie uns ein Lied. Oh! Gern, meine Herren, aber ich brauche ein Podium. Hic Rhodus, hic Salta,
man helfe der Königin des Gesanges auf ihren Thron. Was aus der Regimentstochter? Nein, nein, die Arie aus dem Barbier von Sevilla. Ich kann so zärtlich sein. Ich kann so zärtlich sein. Nein, wenn ihr Arien hören wollt, dann müsst ihr zu mir in die Oper kommen. Oh. Euch singe ich ein Studentenlied. Yeah. Wunderbar. Kennt ihr das Lied von den zwei Spielleuten? Vinzenz, falle in die Seiten. Es trugen zwei Spielein Templer des mit der kleinen Kidekaia, mit dem großen Pum-Pum, mit der kleinen Kidekaia, mit der großen Pum-Pum. Der eine war Frane, der andere war Kumm, mit der kleinen Kinderfeier, mit dem Kummen Kumm. Verbiete diesen Unfug! Das ist gegen den Kommand! Come on.
Balduin. In Figaros Hochzeit. Darf ich Sie und Ihre Freunde einladen? Sie gestatten wohl. Thank you.
ja, Mina. Du? Wo kommst du her? Aus der Hölle. Wo du nicht bist, Julia, ist für mich die Hölle. Du hast mir versprochen, mich für immer in Ruhe zu lassen. Ich hab's versucht. Ein Jahr lang. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich kann es nicht. Deine Eifersucht. Deine ewige Eifersucht. Wer war der junge Fant dort in der Loge? Der geht dich nichts an. Du glaubst noch immer, dass ich deinen letzten Liebhaber damals in Venedig... Dummheiten. Wer sagt dir das? Übrigens war das auch so ein Junge. Du scheinst eine Vorliebe zu haben für diese romantischen Dummköpfe. Wie war das damals mit Matteo? Soviel ich weiß, hat sich dieser sentimentale Schwärmer selbst erledigt. Ja, aber du hast ihn erst so weit gebracht. Du bist ihm nicht von den Fersen gegangen. Oh, ich weiß alles. Du hast... Oh, meine teuerste Julia, Sie haben mich wieder total verrückt gemacht. Darf ich Ihnen mit dieser kleinen Aufmerksamkeit... meine Bewunderung zu Füßen oder vielmehr um das zarte Handgelenk legen? Gestatten Sie. Baron Wallis, Herr Dr. Karpis, ein alter Freund. Oh, Ihre Freunde, Julia, sind meine Freunde. Wir speisen doch heute Abend zusammen. Ich muss mich ausschlafen. Morgen ist der Opernball. Oh, so schade. Dann darf ich Sie aber wenigstens in meinem Wagen nach Hause bringen. Bitte. Das Armband. Augenblick, bitte. Sie haben mich völlig verzaubert. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe eben mein Armband verloren. Suchen Sie und bringen Sie es mir. Ich werde es Ihnen bringen, und wenn ich die ganze Nacht suchen sollte. Nirgends zu finden. Ich habe eine hohe Belohnung ausgesetzt. Ah, der erste Bewerber. Ein Bewerber? Ganz richtig. Ein Bewerber. Suchen Sie, junger Mann. Es wird für ein neues Wams reichen. Das nicht gesehen habe? Liebe macht blind. Die Belohnung für Sie, Herr Studiosus.
danke Ihnen. Und auch für Ihre Ritterlichkeit im Studentenkeller. Aber gehen Sie nun wieder. Sie haben nichts zu befürchten. Ich fürchte nichts für mich. Sie sind in Gefahr. Wir dürfen uns nicht wiedersehen. Ich verstehe. Ich verstehe sehr gut. Der arme Student und die verwöhnte Diva. Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich darf Ihnen nicht mehr sagen. Und Ihre Belohnung? Müsste man sein. So sehen Sie nicht aus, wie reich werden. Sentimentaler Träumer. Aber man kann nicht aus seiner Haut. Man kann. Entschuldigen Sie mein nächtliches Eindringen, Dr. Kampis. Sie erinnern sich doch. Das Armband. Ach, Sie wollen die Belohnung? Sie haben sie wohl inzwischen erhalten. Habe Ihre amüsante Unterhaltung mit Ihrem Spiegelbild da angehört. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Früher kaufte der Teufel bei solchen Gelegenheiten dem armen Studenten seine sündige Seele. Das gibt es heute nicht mehr. Sie wollen reich sein, junger Mann. Sie wollen der schönen Julia alle Schätze der Welt zu Füßen legen, nicht wahr? Sie wollen es doch. Ja. Müssen Sie den da erst loswerden, mit dem Sie eben sprachen, den sentimentalen Träumer. Wenn man das nur könnte. Sie müssen es nur wollen. Wollen Sie? Wollen Sie? Ist er nicht mehr da, der sentimentale Träumer. Der andere da in Ihnen. Jetzt sind Sie los. Gratuliere. Jetzt sind Sie ein neuer Mensch, der das Leben und die Frau meistert. Jetzt haben Sie die glückliche Hand.
Versuchen wir es gleich. Sehen Sie. Herz, Dame. Erproben wir nun das Glück im Großen. Nicht anrühren. Das Spiegelbild sind Sie ja nun los. Für die glückliche Hand. Die Hand, mein Bester. Es kommt immer nur auf die glückliche Hand. Bitte mir einsetzen. Steht? Es reicht für ein neues Wams, Herr Baron. 20.000 Gulden. Zwar einmal vor der Revanche davongefahren, Herr Baron. Aber bitte, spielen wir um Ihre Equipage samt den Schimmel. Ihr Einsatz? Was Sie immer mich verloren haben. Seine Hand im Spiel. Tja, vielleicht. Ich darf wohl um einen Schein bitten. Zufrieden? Julia. So gefallen Sie mir. Wollen Sie morgen in Ihrer Equipage Frau Julia zum Opernball ab? Das Übrige wird sich finden. Ich weiß hier noch manche amüsante Stätten. Das nicht.
Warum sprichst du nicht? Ich kann dein entsetzliches Schweigen nicht mehr ertragen. Ist er dein Geliebter? Wie oft soll ich dir sagen, dass ich ihn heute zum ersten Mal gesehen habe? Und der andere? Der Laffe mit dem Armband? Er bewundert mich. Er bringt mir Blumen, er beschenkt mich. Soll ich ihm das verbieten? Du wirst dir diese albernen Burschen vom Halse halten. Den einen wie den anderen. Mit welchem Recht verlangst du das von mir? Wer bist du? Was greifst du immer in mein Leben ein? Du bist mein Geschöpf. Hörst du? Mein Geschöpf. Ich habe dich zu dem gemacht, was du bist. Singe, Julia. Jetzt soll ich singen. Wenn du mir nicht mehr gehörst, deine Stimme ist mein. Die muss mein bleiben. Es hat mich durch die halbe Welt getrieben. Aber immer habe ich deine Stimme gehört. Sie hat mich zu dir zurückgerufen. Immer lassen Sie mich warten, Baron. Und sind noch nicht einmal so höflich, mir entgegenzukommen. Was tun Sie? Machen sich unglücklich. Glücklich? Sie sollen im Spiel gewonnen haben. Nicht nur im Spiel. Musik.
Söhne von Baldwin zu. Auch ich an Sie richten. Maskenfreiheit, meine Herren. Maskenfreiheit. Aber entschuldigen Sie mich bitte, ich habe dieser Dame einen Tanz versprochen. Ich habe dich schon den ganzen Abend gesucht, Freundin. Du bist es, kleine Lydia. Entschuldige. Ich muss dir etwas sagen. Jetzt nicht. Du musst mich anhören. Nicht. Ich bitte. Ich folgte Ihnen, Herr Studiosus, wollte Sie, um Zwischenfälle mit Baron Waldis zu vermeiden, warnen. Aber ich störe wohl. Oh, bitte. Gestatten Sie, Herr... Dr. Karpis. Ach, welch interessanter Spiegel. Wohl alte venezianische Arbeit. Was halten Sie davon, Herr Studiosus? Schon in deiner Hand. Was hast du aus ihm gemacht? Was hast du mit ihm vor? Ich habe dich gewarnt.
muss zu mir zurückkommen, Julia. Diesmal verlierst du dein Spiel. Ich gewinne es. In diesem Augenblick. Sie schulden mir eine Erklärung. Wollen Sie kneifen? Was wollen Sie denn? Haben Sie Frau Julia abgeholt? Sag doch dem Herrn, dass ich ein guter Fechter bin. Heute Nacht. Er ist der Beleidigte. Er hat die Wahl der Waffe. Vorstellen, dass ein Mensch sein Spiegelbild verliert. Sein Spiegelbild? Ich meine den anderen, den uns. Verstehst du? Den anderen. Was lachst du mich denn nicht aus? Komm! Wir wollen tanzen! Ballmusik! Darf ich bitten? Julia. Ich kann nur einen Augenblick bleiben. Komm zu mir nach dem Duell.
Wenn es mir möglich sein wird. Wir durften nur zum Schein miteinander fechten. Was? Ich habe mit Waldes gesprochen. Was hast du? Frag nicht, ich kann dir nichts sagen. Zum Schein fechten? Waldes bedauert es tief. Ja, hast denn du nicht gesehen? Doch, ich weiß alles. Und dann kannst du das von mir verlangen? Weil ich dich liebe. Weil ich dich nicht verlieren will. Hüte dich vor Dr. Karpis. Was hat der damit zu tun? Frag nicht. Später will ich dir alles sagen. Was hat der Dr. Karpis damit zu tun? Nichts, nichts. Es handelt sich nur um dich und Baron Waldes. Ich kann doch den Narren, der mich ins Gesicht schlug, nicht schonen. Um deine Trübung. Dann tu es mir zuliebe. Versprich es mir. Versprich es mir. Gut. Du schonst ihn? Ja. Ich erwarte dich. Die Sekundanten warten unten. Woher kennen Sie Frau Julia? Ich spreche nicht gern davon. Man muss die Liebe zu ihr mit unendlichen Bitterkeiten bezahlen. Sie geliebt? Ich weiß nur, dass sie jetzt den jungen Baron Waldes liebt und bereit ist, alles für ihn zu tun. Sie sind und bleiben doch derselbe. Bei dem Duell lassen wir ihn zu Hause, den sentimentalen Träumer. Hat denn dieser Baron irgendeine Andeutung gemacht? Ich vermute ein abgekartetes Spiel zwischen den beiden.
Hoffentlich hält er sich an die Abmachung. Fichter wie ein lahmer Schneider. Sie sehen, das Herrchen fühlt sich sehr sicher. Das war gegen die Abrede.
hast du? Trinken. Julia! Lass mich nicht allein. Bitte, bitte, bitte. Ich bin ja bei dir, Liebste. Ich bin ja bei dir. Ich werde wahnsinnig. Nein. Doch. Ich werde wahnsinnig. Ich bin also in deiner Gewalt. Ich kam nur, um Abschied zu nehmen. Diesmal für immer. Mit. Trinken, und durch die ganze Nacht, solange die Sterne blinken, und bleiben die Nacht gebracht.
mein Bester, die Hand. Es kommt immer nur auf die glückliche Hand. Thank you.
ist er wieder. Der sentimentale Träumer.